Manchmal fragt man sich, wie soll man das eigentlich alles schaffen? Also da hat ja so jeder seine Baustellen, bei dem einen sind es die Kinder, bei dem anderen sind es die Eltern, beim dritten ist es vielleicht das Haus, irgendwie geht es darum, nur die Nerven zu behalten, es ist völlig egal. Das ist total unterschiedlich und dann gibt es ja die Menschen, bei denen fragt man sich, naja, die haben ja auch Probleme, aber wie machen die das eigentlich? Die sind voller Energie, die kriegen alles hin, die scheint nichts umzuhauen. Was machen die eigentlich anders als man selber, wenn man manchmal so dasteht und sich denkt, wirklich, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Und ja, es gibt sie, die Grundregeln und Prinzipien, mit denen du es schaffen kannst, motiviert zu bleiben und dich auch besser zu organisieren. Und genau die stelle ich dir heute vor. Wie immer findest du die Kapitel in der Videobeschreibung und in diesem Video gibt's auch endlich wieder ein Hausaufgabenkapitel, damit du genau weißt, was du nach diesem Video konkret umsetzen kannst. Natürlich ist es wie immer, es passt ja nicht alles für jeden, aber bei diesen Grundregeln bin ich tatsächlich der Meinung, dass die alle gelten. Und zwar alle. Du wirst nachher auch sehen, warum. Das Einzige ist jetzt höchstens die Reihenfolge, die ist beliebig, aber da du dich ja sowieso an alle Grundregeln halten solltest, wenn du irgendwie dein ganzes Leben hier so geschafft kriegen willst, es ist eigentlich völlig egal. Und deshalb erkläre ich dir zu jeder Regel ganz kurz, warum die so wichtig ist und was du konkret tun kannst. Und damit legen wir los. Grundregel Nummer 1. Wenn du dich fragst, wie soll ich das alles schaffen? Schaffe Klarheit. Warum ist das so wichtig? Naja, viele Menschen fühlen sich einfach deshalb überwältigt, weil sie schlichtweg mehr keinen Überblick haben, was eigentlich so alles ansteht. Wenn du jemanden fragst, naja, was ist denn dein größtes Problem oder was soll ich denn machen, dann fangen da viele an zu erzählen und dann kommen sie vom Hundertstens ins Tausendste und eigentlich ist denen gar nicht so klar, was ist jetzt eigentlich nochmal genau mein Problem. Und deshalb, was kannst du konkret tun? Also, schreibe erstmal alles auf, was du tun willst und was du tun musst. Oder Dinge, von denen du denkst, dass du sie tun willst und tun musst. Verschaffe dir mal eine Klarheit. Schreibe alles auf, was du tun willst und was du tun musst. Und dann sortiere, was davon ist jetzt wichtig und was davon ist unwichtig. Da kannst du verschiedene Methoden benutzen. Da kannst du diese Eisenhower-Matrix benutzen zum Beispiel. Das ist so diese Skala da, in der du, also Linie nach oben und zur Seite, in der du unterscheiden kannst, was ist wichtig und was ist dringend und was ist unwichtig und was ist überhaupt nicht dringend und was ist vielleicht wichtig, aber es ist nicht dringend und so weiter und so fort. Das würde jetzt hier viel zu sehr ins Detail gehen. Aber verschaff dir mal die Klarheit. Schreib auf, was du tun musst und was du tun willst und dann, was davon auch noch wichtig ist. Und dann setze dir vor allem ganz klare Prioritäten. Also was ist für dich wichtig? Was bedeutet dir irgendwas? Weißt du, es gibt viele Menschen, die haben Aufgaben, die sind zwar wichtig, aber die sind vor allem wichtig für andere und nicht für einen selber. Das ist vielen gar nicht bewusst. Die hasseln da so den ganzen Tag durch ihr Leben, die rödeln und machen und tun und haben sich selber und ihre Ziele völlig aus den Augen verloren. Deshalb ist Punkt Nummer 1, Grundregel, und das machst du eigentlich 24/7, verschaffe dir eine Klarheit, was musst du eigentlich machen und was willst du und was ist wichtig für dich? Was sind deine absoluten Prioritäten? Grundregel Nummer 2 sind große Aufgaben in kleine Schritte zu erledigen. Das mache ich auch ständig tatsächlich. Also wenn du große Aufgaben hast, dann zerstückel die wirklich in ganz kleine Häppchen. Jetzt gerade gestern am Freitag habe ich diesen kleinen Tipp veröffentlicht, warum die Macht der kleinen Schritte, warum das so wichtig ist. Und das ist wirklich wichtig. Zerlege große Aufgaben in kleine Schritte, weil große Aufgaben können echt entmutigend sein, aber kleine Schritte sind halt machbar. Und dann kannst du dir eben auch die Frage stellen, wenn du diesen einen Schritt gemacht hast, was ist jetzt der nächste Schritt? Und dann kannst du dir Etappenziele setzen. Und ganz wichtig, du kannst dich, wenn du jedes kleine Ziel erreicht hast, ist mir ja auch immer so wichtig, belohne dich für diese Etappenziele, feier das. Und das wiederum motiviert dich nämlich. Viele Leute erwarten so, ich habe dieses eine große Ziel und wenn ich das dann erreicht habe, ja, dann belohne ich mich. Und dann halten sie irgendwo auf der Hälfte der Strecke an und sind völlig fertig und verwirrt und vor allem unmotiviert, weil sie sagen, das schaffe ich ja nie. Dann sitzt du so da und wirst immer kleiner, bis du aus dem Bildschirm verschwindest.
Und so funktioniert das nicht. Also setze wirklich kleine Ziele, also du hast ein großes Ziel natürlich, brich es runter in kleine Schritte und dann motiviert dich das wesentlich mehr. Dann kannst du jedes Mal wieder sagen, na, guck mal, ich bin wieder einen klitzekleinen Schritt weiter. Also der Weg ist das Ziel sozusagen. Regel Nummer 3, etabliere feste Routinen. Also diese Sache mit den Routinen, warum ist das so wichtig? Routinen sparen dir Energie, weil du weniger Entscheidungen treffen musst. Wenn du eine gesunde Morgenroutine hast, dann startest du mit kleinen Erfolgen. Du machst zum Beispiel dein Bett, du trinkst ein großes Glas Wasser. Manche empfehlen dann, hier, man soll sich erst die Zunge reinigen. Ach, mach doch, was du willst. Aber etabliere eine Morgenroutine und dann kannst du eine halbe Stunde nach dem Aufstehen schon sagen, guck mal, was ich in der einen halben Stunde schon geschafft habe. Und das bringt dich runter und das entspannt dich. Es geht hier, weiß Gott, nicht um Leistungsdruck. Also in dem ganzen Video geht es nicht um Leistungsdruck, sondern es geht darum, dass viele Menschen einfach straucheln, so aktuell im Leben, die sagen, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Und da sage ich dir, ist tatsächlich das Thema mit den Routinen abends genauso wichtig wie morgens. Das ist einfach wichtig, damit du am Ball bleibst, damit du motiviert bleibst, damit du deine Ziele wirklich auch erreichst. Weil wenn jemand sagt, es ist mir alles zu viel, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, dann musst du lernen zu finden, wo denn dein Kopf eigentlich steht und dein Leben wieder ein bisschen gerade rücken. Und dazu können dir Routinen wirklich helfen. Eine Abendroutine, wenn du dich jeden Abend hinsetzt und sagst, okay, ich habe da dieses kleine Notizbuch und ich schreibe mir nun mal 3 Dinge auf, für die ich heute dankbar sein darf. Was meinst du, wie du dich nach einer Woche fühlst? Du rennst nicht mehr wie so ein undankbarer Hansel rum und sagst, mi, sondern du sagst dann wirklich, hey, guck mal, die Woche lief echt gut. Für was ich nicht alles dankbar sein kann, ich bin ehrlich glücklich, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und ganz wichtig, eine der wichtigsten Routinen ever, plan dir eine sogenannte, ich sage jetzt mal auf Englisch, Self-Care-Routine ein, also eine Selbstpflegeroutine. Ich mache zum Beispiel sonntags und mittwochs abends, mache ich immer so eine Mini-Beauty-Routine und dann gibt's diese coolen Gesichtsmasken und diese Eye-Patches. Und jeden Abend versuche ich, also habe ich tatsächlich in den letzten 2 Wochen nicht geschafft, aber ich bin jetzt auch nicht unglücklich, jeden Abend versuche ich so eine Face-Yoga-Routine. Das ist Self-Care, das ist Selbstpflege, das tut dir gut. Und es geht doch darum, dass es dir gut gehen soll und dass du eben deinen Kopf wiederfindest und deinen Kopf nicht verlierst. Deshalb achte auf festgesetzte Routinen, weil Routinen dir wirklich helfen können, Energie zu sparen. Weil Routinen, das sind so automatisierte Prozesse, da musst du nicht mehr viel nachdenken, das läuft. Wenn du morgens dein Bett machst, dann machst du morgens dein Bett, da musst du nicht erst drüber nachdenken. Und dann kommst du nach der Arbeit nach Hause und denkst, wow, cool, wenigstens mein Bett ist gemacht. Regel Nummer 4, wenn dir alles über den Kopf zu wachsen droht oder scheint, erstelle realistische Pläne. Warum? Weil viele Menschen mit hoffnungslos überladenen To-Do-Listen arbeiten. Das kriege ich ja auch mit, wenn ich euch so berate und mentore. Und dann sprechen wir dort, dann sind wir im Online-Meeting und im Gespräch. Und dann frage ich so, naja, was willst du denn alles machen? Was hast du denn vor? Und dann kommen da To-Do-Listen zum Vorschein. Das ist jenseits von Gut und Böse. Dann denke ich mir so, okay, möchtest du mal 140 Jahre alt werden oder wann willst du das alles erledigen? Also erstelle realistische Pläne. Und wie machst du das? Zum einen brauchst du Pufferzeiten. Es geht immer mal irgendwo irgendwas schief oder daneben. Stehst du im Stau, die Bahn kommt nicht, dein Kind ist krank, deinem Mann ist irgendwas passiert, ach, irgendwas war beim Supermarkt, das Einkaufen lief nicht so schnell, wie du das eigentlich dachtest. Wenn du deinen Zeitplan täglich so wirklich so super, super eng taktest, dann garantiere ich dir, wird immer irgendwas schief gehen. Weil das ist nun mal das Leben. Da passieren solche außergewöhnlichen, nicht vorhersehbaren Dinge. Und da brauchst du Pufferzeiten. Wenn dann mal so ein Termin völlig überbordend ist oder irgendetwas schief läuft, dann musst du die Chance haben, dich irgendwann später hinsetzen zu können oder eben in dem Moment sogar und zu sagen, naja, ist jetzt zwar vielleicht ärgerlich, aber ist jetzt nicht so schlimm, weil ich habe ja einen gewissen Puffer. Und wenn du dann arbeitest an einer bestimmten Arbeit,
dann empfehle ich dir ja immer wieder, kannst du solche, ich nenne das mal Fokusblöcke verwenden. Das ist diese Pomodoro-Technik. Dann sagst du, okay, ich habe jetzt tatsächlich ein Projekt oder eine Aufgabe, das dauert 2, 3 Stunden. Dann mach das, dass du dir deinen Wecker stellst auf 25 Minuten. Dann arbeitest du konzentriert diese 25 Minuten durch, machst 5 Minuten Pause und arbeitest wieder 25 Minuten lang. Das kannst du 3, 4 Mal hintereinander machen und dann hast du 2 Stunden lang wirklich konzentriert an einer Aufgabe gesessen. Und nach 2 Stunden ist es dann eigentlich auch mal gut. Da machst du dann vielleicht auch bitte eine bisschen längere Pause. Und deshalb gilt da, wenn du solche überbordenden To-Do-Listen hast, plane dir für jeden Tag lieber mal weniger Aufgaben ein als die, die du dir sonst immer so vorgenommen hast. Ich habe dir da auch ein eigenes Video gemacht zum Thema To-Do-Listen. Das blende ich da oben ein. Da geht es einfach wirklich darum, wie kriegst du das hin, wenn du mit deiner To-Do-Liste bisher nicht so richtig zurangekommen bist, irgendwie nicht arbeiten kannst. Da gibt es ganz coole Tricks dazu, aber dazu in dem einzelnen Video mehr. Punkt Nummer 5, ganz wichtig, wenn du das Gefühl hast, dir fliegt echt alles um die Ohren und wie sollst du das schaffen? Also viele stehen dann ja da und sagen, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und dann ist Punkt Nummer 5, delegiere und lerne Nein zu sagen. Warum? Und jetzt muss ich dir einen Zahn ziehen. Du musst nicht alles alleine schaffen. Wirklich nicht. Also du musst nicht alles alleine schaffen und du musst nicht alles schaffen. Also es gibt Aufgaben, da wäre es echt wichtig, wenn du sagst, nein, kann ich nicht. Das sind zwar gerne auch mal Ehrenamtsaufgaben, das sind aber auch Aufgaben im Job oder Aufgaben, die du dir selber nimmst. Da willst du das Hobby machen, das Hobby machen, das Hobby machen, den Keller aufräumen, das Nähzimmer aufräumen, die Hobbymaterialien aufräumen und die Küche gleich noch mit dazu. Lerne auch mal dir gegenüber selbst Nein zu sagen und dann delegiere Aufgaben, wann immer es geht. Heißt konkret, überlege dir, wenn du da eine dieser Listen hast, wir hatten das ganz am Anfang, was musst du eigentlich wirklich tun? Überlege dir, welche Aufgaben davon vielleicht möglicherweise jemand anders übernehmen kann. Du sollst was für den Weihnachtsbasar basteln oder einen Kuchen backen. Meinetwegen bist du Mutter von Kindern. Ja, es gibt noch garantiert 30 andere Elternteile. Und da bringt auch nicht jeder einen Kuchen mit. Das war früher, bei mir war das auch so zum Beispiel, da habe ich dann die Mütter bewundert im Kindergarten, die gesagt haben, tut mir leid, ich schaffe das nicht. Der Chef hat irgendeinen Auftrag gehabt. Ich war ja schon immer selbstständig. Das heißt, ich habe nicht hingehen können und sagen können, oh, mein Chef hat mir eine extra Arbeitszeit reingedrückt. Nein, das habe ich selber machen müssen. Und dann habe ich das gelernt und irgendwann gesagt, nee, mein Chef, also Chefhütchen hat gesagt, dieses Mal musst du leider aussetzen, ich brauche dich in der Firma. Und das kann man lernen und das muss man auch lernen. Das ist wirklich existenziell, wenn dir alles über den Kopf wächst. Du musst nicht alles alleine machen. Delegiere die Aufgaben so gut es geht und sage vor allem wirklich Nein. Nein zu Dingen, die dir nicht gut tun und Nein zu Aufgaben, die dir nicht gut tun. Weil, wie sagt man so schön? Jedes Nein für jeden anderen ist ein Ja für dich selbst. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Nicht dein Mann, nicht deine Kinder. Wenn es dir nicht gut geht und du dich vernachlässigst, wie willst denn du da eine gute Mutter oder ein guter Vater sein? Erklär mir das mal. Ja, Kinder, ich kann leider nicht mit euch spielen. Ich krebs hier gerade mit Rückenschmerzen rum, weil du dich nicht zur Priorität gesetzt hast und endlich auf deinen Sport achtest. Ja, tut mir leid, ich kann nichts mit euch machen, weil ich habe total Kopfschmerzen, weil du dich nicht priorisiert hast und dir keine Ruhezeit für dich genommen hast. Und dann sagst du mir, ja, ich bin nicht so wichtig, ich stelle mich immer hinten an. Wem soll das denn helfen? Deinen Kindern, deinen Partnern, deinen Freunden, deinen Eltern wäre echt mehr geholfen, wenn du Energie hast ohne Ende, gut gelaunt bist, motiviert, dich nicht so schnell unterkriegen lässt und deine Sachen geregelt kriegst. Das ist Selbstliebe, meine Liebe, muss ich mal so deutlich sagen. Deshalb ist Punkt Nummer 5, lerne zu delegieren und Nein zu sagen. Und jetzt kommen wir zu Regel Nummer 6. Genauso wichtig. Also ihr seht, ich finde die Regeln alle wichtig. Man kann die durcheinander würfeln, aber Regel Nummer 6, fokussiere dich auf dein Warum. Und warum sollst du das machen? Weil dein innerer Antrieb
dir hilft, genau solche katastrophalen Phasen durchzustehen. Heißt ganz konkret, frage dich, warum ist mir das jetzt eigentlich wichtig? Und dann kann dir auch helfen, dieses Ziel, was du hast, also wir haben ja alle unterschiedliche Ziele, visualisier das. Stell dir das vor, wie sich das anfühlt, wie das aussehen wird, wenn dieses Ziel erreicht ist. Wenn das geschafft ist, wovor du gerade die ganze Zeit denkst, oh Gott, wie soll ich denn das schaffen? Dann frage dich erstens, warum willst du das überhaupt schaffen? Und wie ist dann der Zustand, wenn du das geschafft hast? Weil dann kannst du dich daran erinnern, was du dadurch gewinnst, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Und das wiederum motiviert dich dann. Ich finde persönlich, das ist einer der wichtigsten Punkte, diese Klarheit, diesen Fokus zu haben auf dein persönliches Warum. Du sitzt da und guckst ein Video mit dem Titel, wie du das alles schaffen kannst. Und ich sitze da und sage, warum willst du das alles schaffen? Diese Frage ist existenziell wichtig. Naja, und wenn du dann merkst, dass die Antwort auf dieses, warum will ich denn das alles schaffen, ganz oft ist, naja, ich will das ja gar nicht schaffen, ich muss ja. Dann wären wir wieder bei Punkt 5. Wenn du das nicht schaffen willst oder gar nicht schaffen musst, dann delegier diese Aufgaben, wenn sie für dich nicht wichtig sind. Weil weißt du, ich meine, es ist dein Leben. Du lebst dein Leben und nicht das Leben der anderen. Lauf mal über den Friedhof. Da steht auf keinem Grabstein, kriegt einen Ehrenpokal, hat sich sein Leben lang für die anderen aufgeopfert. Also habe ich bisher noch nie gesehen. Vielleicht hängt da irgendwo mal ein Bundesverdienstkreuz oder wie die Dinge heißen. Ja, okay. Kriegst noch ein paar Salutschüsse. Sag ich mal so in aller Deutlichkeit. Aber wenn du über den Friedhof läufst, bei den ganzen Grabsteinen, da steht nirgendwo drauf, hat immer alles für andere gegeben und sich selber dabei hinten angestellt. Nirgendwo. Also überlege dir, was ist dein Warum und warum ist dir das wichtig? Kommen wir zu Punkt Nummer 7. Genauso wichtig. Pausen. Pausen sind eine Notwendigkeit und kein Luxus. Viele sitzen dann da und sagen, ja, ich habe keine Zeit für Pausen. Ich habe keine Zeit für Entspannung. Ich habe keine Zeit, um mich zu erholen. Ich habe keine Zeit für eine halbe Stunde Badewanne. Warum ist das so wichtig? Dein Gehirn braucht diese Erholungszeiten. Es braucht diese Zeiten, um effektiv zu bleiben und es braucht diese Zeiten, um sich erholen zu können, um kreativ denken zu können, um sich zu entspannen. Du brauchst Pausen. Naja, wie machst du das? Plane bewusst diese Pausen ein. Du kannst dir jeden Tag einen Spaziergang an der freien Natur einplanen. Du kannst dir jeden Tag eine schöne Dusche einplanen. Du kannst dir jeden Tag einplanen, eine Viertelstunde ohne Instagram. Kein Handy, keine Arbeit, kein Smartphone, keine Ablenkungen. Wirklich nur du und Ruhe, Pause. Das ist wichtig und das kannst du einplanen, ganz konkret. Und dann, das muss man manchmal lernen, nutze diese Pausen auch, um Energie zu tanken und nicht, um dich schlecht zu fühlen. Ich kenne so unheimlich viele Menschen, die trauen sich nicht, Pausen zu machen, weil sie dann denken, ich sitze jetzt hier und mache eine Pause, eigentlich kann ich mir das gar nicht leisten. Ich sag's nochmal, Pausen sind kein Luxus. Pausen sind eine Notwendigkeit. Sonst holt sich dein Körper, sage ich jetzt mal ganz hart, die Pausen am Ende deines Lebens. Du kannst dir überlegen, will ich mein Leben verlängern und jeden Tag ein paar Minuten Pause machen? Oder sage ich, nee, ich nehme die Pause dann mit 75 komplett am Block und dann wirst du halt nur 75 und keine 78. Weil so sieht's dann aus, wenn du ein Leben ohne Pausen durchballerst. Pausen sind wichtig. Und jetzt kommt ein klitzekleiner Werbeblock, denn ich habe dir was mitgebracht für deine Pausen, wenn du dich entspannen willst. Ihr wisst, ich bin Markenbotschafterin für Wild, Wild Cosmetics, die Firma mit den nachfüllbaren Produkten für deine Beauty-Routine beziehungsweise für eben solche Entspannungspausen. Und ich habe ein neues Paket gekriegt und das wollte ich euch nur ganz kurz zeigen. Und zwar zeige ich dir. Also, es gibt da ein neues Sternchen-Case. Das ist metallisch, das ist aufschraubbar, das ist quietsch, quietsch, nachfüllbar für Duschgel. Und zwar ist das mit so super, super, super süßem winterlichem Sternenmuster. Da füllst du dann dieses nachfüllbare Duschgel rein. Und wie sieht das aus? Auch da gibt es ein neues. Ich habe das hier alles neben mir stehen. Es gibt ein neues verzauberter Wald. Der Duft ist
Das ist wirklich, als ob du, deshalb sage ich Entspannung und Pausen, wenn du jetzt gerade von deinem Waldspaziergang zurückkommst und damit duschst, das riecht wie, nicht Tannennadeln, aber das riecht wirklich wie wenn du durch einen super leckeren Wald läufst. Und dazu gibt es natürlich auch, hier habe ich das passende Case dazu für das wieder nachfüllbare Deo. Das ist so ein Deo-Stick, den kannst du aufmachen und dann siehst du, ist da leer drin. Kannst du hier diese Nachfüllpackung, das ist auch die passende mit diesem verzaubernden Wald. Also es gibt da nicht nur das Duschgel, es gibt da auch ein Deo dazu. Das riecht genauso lecker. Das kannst du da einfach reinmachen und wenn das dann leer ist und aufgebraucht ist, dann hast du da ein Pappcase, das kannst du in den Papiermüll machen. Und was es ganz neu bei denen gibt, ist ja jetzt für den Winter besonders wichtig, der wieder nachfüllbare Lipgloss. Also was heißt Lipgloss? Diese Lippenstift. Und guck mal, das sieht so aus. Ich halte es mal andersrum. So. Von Emma Bridgewater ist nämlich dieses Design. Und das sind auch Metall. Und dann kannst du hier ganz normal nachfüllen, diesen Lipstick. Und da gibt es, ich habe das ausprobiert. Weißt du, was es für einen Winterduft gibt? Santa's Kiss. Also der Kuss des Weihnachtsmannes und Weihnachten steht ja vor der Tür. Natürlich gibt es da auch noch anderen. Es gibt einen nachfüllbaren Stick mit Pflaume und Frosted Pear, also mit Shea Butter, Kokosnussöl und das ist alles bio und im Sinne der Nachhaltigkeit. Deshalb, ich habe die Sachen hier neben mir stehen. Wenn du da was ausprobieren möchtest, dann gibt es natürlich einen Rabattcode für dich. Mit dem Code Angela Ludwig erhältst du 20% auf alle Bestellungen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und damit lässt sich wirklich gut entspannen und eine angenehme Pause verbringen. Und jetzt zurück zum eigentlichen Video. Punkt Nummer 8, wenn du dich fragst, wie du das alles schaffen sollst, naja, ich habe vorhin schon gesagt, du musst nicht alles schaffen. Du kannst ja entweder delegieren oder auch Nein sagen. Finde Unterstützung. Warum ist das so wichtig? Naja, eine Gemeinschaft stärkt und sie inspiriert. Das heißt, tausche dich mit Gleichgesinnten aus, die ähnliche Ideen, ähnliche Visionen, ähnliche Ziele haben, vielleicht eben auch ähnliche Probleme. Und such dir einen Mentor oder einen Coach oder einfach jemanden, der dich dabei unterstützt und voranbringt vor allem. Weißt du, es ist schön und gut, wenn du dich mit deinen Kumpels unterhältst. Aber es ging mir genauso oder geht mir genauso manchmal. Es gibt nun mal Kumpels, da weißt du, denen brauche ich gar nichts von meiner Vision erzählen. Die verstehen mich eh nicht und die bringen mich da auch nicht hin. Manchmal braucht man aber so Menschen. Und dann kannst du dir einfach jemanden suchen. Du kannst auch mich dafür nehmen. Ich habe einige Kundinnen, die sind hier online im Coaching. Ich nenne das mittlerweile auch tatsächlich nicht mehr Coaching, sondern Mentoring. Da geht es wirklich darum, dass wir uns alle 14 Tage für eine halbe Stunde online treffen. Und dann erzählst du mir, was machst du eigentlich gerade? Was ist dein Projekt? Woran hängt so ein bisschen? Und ich kann dir mit meiner Erfahrung und meiner Expertise, sage ich mal, da Tipps und Tricks geben, dass du einfach dran bleibst. Und glaub mir, es wirkt Wunder. Die Ladies kommen dann wirklich voran. Also wenn du da Bedarf hast, dann schreibst du mir einfach eine Mail an die info@angelaludwig.de, aber das nur ganz schnell. Such dir einen Mentor, einen Coach. Das kann ein super guter Freund sein. Das kann ein Arbeitskollege sein. Es geht wirklich darum, dass du deine Ziele im Blick behältst. Und wenn man den Freunden, Familie, Leuten, die man kennt, von diesen Zielen und auch diesen Fortschritten erzählt, dann kann das einen natürlich auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, zwingen, verantwortlich dafür zu bleiben. Also weißt du, wenn du überall herumzählst, ich will dreimal in der Woche zum Sport gehen. Und dann wirst du ständig gefragt, naja, und warst du jetzt im Sport? Und warst du jetzt im Sport? Dann nervt es natürlich, wenn du dann doch nicht im Sport warst. Wenn du das aber überall herum erzählst, dann sitzt du vielleicht mal da und sagst, ja, eigentlich sollte ich jetzt zum Sport gehen, ich habe jetzt keine Lust, aber ich weiß, die warten da alle drauf, dass ich erzähle, ich war heute im Sport. Also gehst du halt hin. Und ich kann dir auch da nur sagen, wer ist dafür verantwortlich, dass du deine Ziele erreichst? Du. Du alleine. Du bist verantwortlich für das ganze Drama, was du dir manchmal ausdenkst oder eben was du nicht haben willst. Beziehungsweise, ich sage jetzt nicht, dass du verantwortlich dafür bist, dass dir manche Dinge geschehen, die so geschehen. Da passieren Dinge, da kann man nichts dafür. Aber, und da bleibe ich dabei, es ist deine Verantwortung, wie du damit umgehst. Und wenn du eben merkst, ja, ist schön und gut, ich kann nicht alleine damit umgehen. Dann such dir Unterstützung.
Such dir eine Gemeinschaft von Menschen, die dich verstehen, die dich voranbringen, die dir helfen. Das ist wirklich Grundregel Nummer 8. Also all die Leute, die da draußen rumrennen mit angeblich so viel Energie und so viel Motivation und so viel Organisation, die machen das alle nicht alleine. Glaub's mir. Weißt du, die Inspiration oder die Motivation, die kann auch online geschehen durch irgendwelche, dann schaust du dir tatsächlich YouTube-Videos an oder auf Instagram folgst irgendwelchen Kanälen. Auch das ist eine Unterstützung durch andere Menschen. Aber du bist verantwortlich dafür, diese Unterstützung auch anzunehmen. Deshalb Tipp Nummer 8, such dir Unterstützung. Regel Nummer 9, der erste Schritt zählt mehr als Perfektion. Warum ist das so wichtig? Naja, ich sag's mal so, Bewegung bringt dich weiter als Stillstand. Ich kann dir nur sagen, ganz deutlich, und wenn's nur 5 Minuten sind, fang an. Viele Leute sagen, naja, ich habe jetzt keine Zeit dafür oder ich fange damit nicht an, weil. Das ist wieder dieses, Herr, nimm mir alles, nur nicht meine Ausreden. Fang an. Und zwar nicht, wenn du das Gefühl hast, jetzt muss es perfekt sein, jetzt passt der Zeitpunkt perfekt, sondern fang wirklich einfach an. Mach einfach. Weil das ist so dieses Alles-oder-Nichts-Denken, das bringt überhaupt nichts. Du siehst das zum Beispiel bei dem Riesenthema Kinderkriegen. Das war schon immer so. Wie viele Leute sitzen da und sagen, nee, ich kann erst Kinder kriegen, wenn. Wann ist bitteschön der optimale Zeitpunkt, um Kinder zu kriegen? Gibt's den überhaupt? Viele kommen dann an und sagen, ja, wenn ich dann irgendwie die finanzielle Basis geschaffen habe, wenn ich dann verheiratet bin, wenn ich das Haus gekauft habe, weil jetzt wohne ich ja in der Wohnung, wenn dann, ja und dann? Dann stellst du fest, dass du vielleicht zu alt bist oder dein Körper sagt, Mädel, du bist ein bisschen zu alt. Worauf wartest du denn? Also jetzt mal ganz krasses Beispiel. Das ist auch ein sehr persönliches Beispiel. Da gibt es auch sicherlich immer Gründe. Deshalb nagelt mich da bitte nicht fest. Das ist jetzt wirklich, kam mir nur so in den Sinn. Aber das hatte ich im Freundeskreis ganz oft, dass die Leute gesagt haben, nee, das passt gerade nicht, weil erst muss das und das und das und das alles erledigt sein und dann kann ich das und das machen. Mach's doch einfach. Es gibt sicherlich auch Gründe, mal keine Kinder zu kriegen, aber das jetzt, wie gesagt, deshalb nur am Rande. Ansonsten generell meine ich wirklich, viele warten immer so perfektionistisch, bis alles irgendwie so richtig in den perfekten Bahnen ist. Ja, ich gehe joggen, wenn es nicht mehr regnet. Super. Und dann fängst du am besten im Herbst mit diesem Vorsatz an. Vergiss es doch. Wann regnet es denn da mal nicht? Also heute scheint die Sonne, heute ist ganz schön, jetzt scheint die Sonne. Und damit kommen wir zu Regel Nummer 10 und die habe ich bewusst an den Schluss gehängt tatsächlich. Regel Nummer 10 lautet, sei gnädig mit dir selbst. Wenn du gerade an so einem Punkt bist, dass du sagst, es gibt kein Oben und kein Unten und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich machen soll und was ist eigentlich richtig und ich strauchel gerade voll und ich weiß wirklich nicht, Angela, was soll ich denn machen? Dann ist mein wichtigster Punkt, die wichtigste Regel ist wirklich, sei gnädig mit dir selber. Warum? Perfektionismus ist der absolute Motivationskiller. Und das bedeutet einfach, erlaube es dir, auch mal weniger zu schaffen. Ich habe in dem Titel hier gesagt, wie du alles schaffen kannst. Ja, manchmal kann man auch nicht alles schaffen. Erlaube dir das. Du musst auch nicht immer alles schaffen. Konzentrier dich in so Momenten drauf, was du schon erreicht hast. Also konzentriere dich auf deinen Fortschritt und nicht darauf, dass es, wie vorhin gesagt, perfekt sein muss. Ja, dann hast du das halt nicht so komplett perfekt gemacht und du hast was getan. Ja, dann hast du heute halt nicht 5 Aufgaben von deiner To-Do-Liste gemacht, sondern 2. Das ist doch super. Erkenne wirklich mal an, was du bisher gemeistert hast, weil Selbstkritik, das kostet wahnsinnig viel Energie und bringt dich null voran, aber 0,0. Es hilft dir gar nichts. Natürlich muss man auch mal kritisch sein und Fehler zustehen und so ein Zeug. Aber das meine ich damit ja nicht. Es geht darum, dass viele tagsüber einfach, die wachen ja schon auf mit einem Gedankenberg von,
Oh, heute ist schon wieder so ein schlechter Tag. Ey, die Gedanken kannst du dir echt sparen. Also, wir wachen generell, das nur mal so Fun Fact am Rande. Der Mensch wacht generell mit negativen Gedanken auf. Du musst morgens wirklich aktiv positiv denken, nachdem du aufgestanden bist. Das ist einfach so. Ich bin kein Gehirnspezialist, aber habe ich auch mal irgendwo gelesen. Du kannst mich auch eines Besseren belehren, falls es nicht so ist. Aber in meinen Augen trifft es tatsächlich zu. Du musst dich morgens wirklich ganz bewusst, deshalb kommen die ja auch alle mit ihren Affirmations und Affirmationen und Glaubenssätzen morgens nach dem Aufstehen. Das hat schon seinen Grund, weil du morgens per se erstmal so ein bisschen depri-negativ unterwegs bist. Das hat auch was zu tun mit deinen Gehirnströmen vom Schlaf zum Wachrhythmus wechselnd und, und. Aber Selbstkritik, besonders morgens, kostet dich einfach nur Energie und die hast du nicht für sowas. Nutz deine Energie doch für andere Dinge. Und zwar zum Beispiel, um dir gut zuzureden, um zu sagen, hey, guck mal, was ich schon alles hingekriegt habe, da schaffe ich das jetzt auch noch. Das waren die Regeln. Und damit du jetzt genau weißt, was du in den nächsten Tagen konkret tun kannst, gibt es jetzt die Hausaufgaben für dich. Hausaufgabe Nummer 1, das ist sozusagen der Kopf-frei-Mach-Moment. Setz dich für 15 Minuten hin und schreib mal alles auf, was dir durch den Kopf geht. Ich weiß nicht, wie viel du in 15 Minuten schreiben kannst, aber versuch es. Schreibe alles auf. To-dos, Sorgen, Gedanken, alles. 15 Minuten lang. Und dann sortierst du, was von diesen Aufgaben, von diesen Gedanken, von diesen, was auch immer du, die Notizen, die du da aufgeschrieben hast, was davon ist jetzt wichtig, was ist unwichtig und noch viel wichtiger, was davon kannst du möglicherweise delegieren? Das ist Hausaufgabe Nummer 1. Hinsetzen, 15 Minuten, Wecker stellen und alles aufschreiben, was dir in deinem Kopf so, also wirklich versuchen aufzuschreiben, was dir so durch deinen Kopf geht. Das priorisieren und gegebenenfalls delegieren. Hausaufgabe Nummer 2. Erstelle eine Top-3-Liste für den nächsten Tag. Heißt konkret, schreib mal die nächsten Tage abends auf, bevor du schlafen gehst, drei Top-Aufgaben, die du am nächsten Tag erledigen möchtest. Und halte diese Liste wirklich bewusst kurz und vor allem feier das, wenn du sie abgearbeitet hast. Versuch das mal so eine Woche lang, sag ich mal. Hausaufgabe Nummer 3, finde ein kleines Ritual. Zum Beispiel morgens eine Mini-Morgenroutine, die dir Energie gibt. Trink ein Glas Wasser oder wie eben manche sagen, putz erst deine Zunge und trink dann das Glas Wasser. Mach 5 Minuten Atemübungen. Mach dein Bett. Und mach vielleicht eine kurze Dankbarkeitsnotiz. Wofür bin ich heute dankbar? Irgend sowas zum Beispiel. Und dann teste einfach dich durch so ein paar verschiedene kleine Rituale durch und guck, was dir gut tut. Da kannst du wirklich auch jeden Tag was anderes testen. Aber mach das mal ein paar Tage lang. Hausaufgabe Nummer 4, ganz wichtig. Reserviere dir ab jetzt jeden Tag einen Zeitblock für dich, Minimum 30 Minuten. Und in diesen 30 Minuten, die komplette nächste Woche mindestens. Sonst nimm hier, wir sind kurz vor der Adventszeit, nimm auch die Adventszeit gleich mit dazu. Eine halbe Stunde am Tag nur für dich. Kein Handy, keine Arbeit, nur du, dein Kopf, die Natur und dann versuch dort mal runterzukommen. Nutze diese Zeit für irgendwas, was dir wirklich gut tut. Spazieren gehen. Lesen. Wenn es sein muss, guck eine Folge deiner Lieblingsserie. Bin ich jetzt immer nicht so der Fan, aber auch das kann manchmal helfen. Mach einfach eine halbe Stunde lang jeden Tag irgendwas, was dir gut tut, ohne Ablenkung. Nicht eine halbe Stunde Instagram, wirklich ohne Handy. Hausaufgabe Nummer 5, delegiere eine Aufgabe oder sage sie ab. Wenn du schon so viel zu tun hast, dann suche dir in den nächsten Tagen jeden Tag eine Aufgabe aus, von der du überlegst, kann die vielleicht jemand anders machen? Und dann sprich die Person an und delegiere diese Aufgabe. Oder sogar kannst du diese Aufgabe möglicherweise komplett absagen oder verschieben. Achte da mal ein bisschen drauf die nächsten Tage. Und dann setz das wirklich konkret um. Und spür mal, wie sich das anfühlt, wenn du jeden Tag eine deiner Aufgaben wirklich abgibst oder absagst. Du darfst das. Und das war die letzte Hausaufgabe und damit wünsche ich dir viel Erfolg beim Umsetzen. Du siehst, du musst nicht aufgeben, alles wird gut, du kannst das und du hast das auch wirklich selber in der Hand. Du schaffst das.
Und deshalb bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen. Es war wirklich wieder wunderschön, dass du da warst. Und ich glaube an dich, weil ich lese hier so viele Kommentare, die alle schreiben, was sie alle schon geschafft haben. Und wenn die das geschafft haben, dann schaffst du das auch. Wirklich. Und deshalb wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Resttag, liebe Grüße und viel Spaß mit den Outtakes. Ciao. Wenn dir dieses Video so richtig geholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über einen Super Thanks. Das findest du da unten direkt unter dem Video, das kleine Herzchen. Damit unterstützt du mich direkt bei meiner Arbeit. Und wenn du mich noch mehr unterstützen möchtest und Zugriff haben willst zu exklusiven Videos nur für Mitglieder und einen Vorabzugriff auf Videos, bevor sie, also lange bevor sie veröffentlicht werden und dann noch extra die bevorzugte Beantwortung der Kommentare, dann kannst du gerne eine Mitgliedschaft beantragen. Dazu findest du den Button auch direkt unter dem Video Mitglied werden. Und jetzt kommen die richtigen Outtakes. Manchmal fragt man sich, wie man das eigentlich alles schaffen soll. Kinder, Job, keine Kinder, das reicht. Und da hat so, manchmal fragt man sich, wie man das eigentlich alles schaffen soll. Nee, Quatsch. Oh, wisst ihr was? Es fängt gerade an zu schneien. Oh, ich liebe Schnee. Ich liebe Schnee total, ehrlich. Ich musste gerade mein Skript umhängen und ich muss mich beeilen. Ich darf nicht so viel quatschen oder ich darf mich nicht so viel verquatschen, weil ich gleich zur Kundin fahren muss. Und deshalb hopp, 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 weiter geht's.